Hallo liebe Leute, mein Name ist Peter und ihr guckt euch AVA Group Media Kanal an. Heute werden wir unsere neue Spülmaschine zusammenbauen, den der Bosch gerade ausgeliefert hat, weil der alte kaputt ging. Also, wenn ihr Lust habt, dann bleibt mit mir und legen wir mal los. Bisher ist so viel passiert, dass ich die Spülmaschine ausgepackt habe, dass ich es auf Beschädigungen prüfen kann. Wir haben die deutschsprachige Bedienungsanleitungen aus der anderen Sprachen aussortiert und ich habe aus dem Gerät die zum Einbau nötige Schrauben rausgenommen. In dieser Tüte war der Kabel, die ich bereits eingesteckt habe. Wichtig ist, dass dieses großformatiges Papier dürft ihr nicht wegwerfen, weil das dient gleich als Bohrschablone für den Holzfront bzw. Spanplattefront. Da das ein eingebautes Gerät ist, kommt hier noch eine Front von der Küche davor. Für den Einbau brauchen wir relativ wenige Werkzeuge. Wir brauchen eine Rohrzange und eine Akkuschrauber, um das Gerät in das Möbel einbauen zu können. Als allererst möchte ich euch mal sagen, dass diese Videoaufnahme durch meine wunderbare Frau, die Erna, gemacht wird. Deswegen bitte ich euch ein bisschen, vorsichtiger sein mit den Kommenten, weil jetzt wird natürlich eine professionelle Videoaufnahme gemacht und nicht so eine Scheiße, was ich bisher gemacht habe. Der erste Schritt ist, den Spülmaschine in der Küche reinzutragen und da ihr wahrscheinlich auch alleine das machen wird wie ich, ich empfehle euch diese Schaumunterlage unter der Spülmaschine dran zu lassen, weil der Spülmaschine ist ja aus Blech und wenn ihr den Blech durch eure Bodenbelag durchschiebt, dann könnt ihr das ganz böse beschädigen. Also. Der nächste ist, dass wir die Spülmaschine von dieser Schaumunterlage runterheben. Achtung, dass in der Schaumunterlage der Maschine sind noch weitere Bauteile eingepackt. Der nächste Schritt ist, den Spülmaschine in die Küche einzubauen oder reinzuschieben. Hier haben wir drei wichtige Leitungen, die wir achten müssen. Einmal haben wir eine Abwasserleitung, eine Frischwasserleitung, wo dieser Gegenstand dafür sorgt, dass wenn der Gerät nicht unter Spannung ist, dann kommt auch kein Wasser durch dieses Ventil. Das heißt, eure Küche wird nicht verwüstet mit Wasser und der Stromanschluss. Sogar ich checke den Einbaueinleitung vor jedem Schritt, weil wir können ja alle Fehler machen. In dem Fall, dass der Spülmaschine zwischen zwei Möbelkorpusse reingebaut wird, so müssen wir noch zwei Distanzhalter schrauben in diese Löcher der Spülmaschine einbauen vor den Reinschieben. Beim Reinschieben der Maschine sollen wir darauf achten, dass wir auf keinen Fall diese Leitungen knicken und wir müssen darauf auch achten, dass wir mit den Leitungen aus dem Loch, wo der Spülmaschine reinkommt, die Leitungen unter das Spülbecken rüberführen können, wo wir dann diese Leitungen auch anschließen werden. Musik
Diese Schraube fungiert als eine Distanzhalter zwischen dem Möbelkorpus und der Spülmaschine. Wenn ich diese Schraube drehe, dann wird er immer tiefer in Möbel reingesenkt, in die Spülmaschine reingesenkt. Also, der nächste Schritt ist, die Höhe der Spülmaschine einzustellen. Vorne können wir diese zwei weiße Füße drehen und hinten ist ein Fuß mit dieser schwarzen Schraube verbunden. Wenn wir diese Schraube in Uhrzeigersinn drehen, dann wird der hintere Bein länger. Das heißt, wir können hinten die Spülmaschine anheben. Der Aufgabe ist, dass diese weiße Gummilippe der Unterkante der Tischplatte erreichen soll. Ein Tipp für euch, da mit der Schraube ist fast unmöglich, die komplette Spülmaschine anzuheben. Deswegen rate ich euch, eine Unterlage drunter zu schieben, der Spülmaschine auf der richtigen Höhe einzustellen und dann die Füße dazu stellen. Also die vorderen Füße sind eingestellt und hier an dieser Kante könnt ihr sehen, dass der Oberteil der Spülmaschine weiter nach hinten ist wie der vordere Teil. Das heißt, der hintere Fuß ist noch nicht eingestellt. Also jetzt stellen wir den hintere Fuß ein, so weit, dass diese zwei Kanten parallel werden. Und jetzt, wo die Füße eingestellt sind, schieben wir noch einmal die Spülmaschine nach innen. Wie ich schon gesagt habe, dieses Blatt Papier ist nicht nur eine Montageanleitung, sondern dient gleich als eine Bohrschablone für unsere Möbelfront. Wir legen den Blatt knapp unterhalb der Frontpanel und wir markieren mit einem Bleistift oder Kuli der Oberkante des Türblattes daneben. Nicht überraschen, wir hatten schon eine Spülmaschine von der gleichen Hersteller Bosch, deswegen sind diese Beschläge bereits an der Frontpanel montiert. Allerdings, wir können jetzt mit dieser Schablone checken, ob der neue Waschmaschine, ob der neue Spülmaschine die gleiche Abmaße hat, als der alte Bosch Spülmaschine hatte. Um das zu prüfen, legen wir den Bohrschablone so auf unsere Möbelfront, dass unsere Bleistiftmarkierung mit der Oberkante Möbelfront in eben ist. In diesem Fall habe ich ein riesiges Glück, dass die Löcher für die neue Spülmaschine genau da sind, wo die alten Löcher für die alte Spülmaschine waren. Allerdings, wenn ihr eine neue Spülmaschine montiert, dann klebt ihr diese Bohrschablone auf der Frontpanel, wie ich euch vorher gesagt habe, positioniert. Und dann müsst ihr 6 Löcher bohren. Eine hier, eine hier drüben, 2 hier unten und 2 hier unten. Wenn ihr die Löcher gebohrt habt, die nächste Aufgabe ist, diese T-förmige Metallteile mit jeweils 2 Schrauben an die Möbelfront zu befestigen. Wenn ihr diese Metallteile befestigt habt, dann bekommt ihr mit der Spülmaschine 2 Klettverschlüsse mit zweiseitigen Klebebändern, die ihr hier auf der Möbelfront aufkleben könnt, damit ihr einfacher die Möbelfront später montieren könnt. Vorhin haben wir den Oberkante dieser Tür gemessen, der auch der Oberkante unserer Frontpanel sein wird. Allerdings, wir haben dann eine Spalte zwischen der Frontpanel und die Möbelfront. Um das abzudecken, bekommen wir mit unserem Gerät eine Edelstahlleiste, die wir einfach unterhalb der Frontpanel reinstecken müssen. Der nächste Schritt ist, diese Schallschutz- und Wasserschutzmatte unterhalb der Maschine zu befestigen. Aber dazu müssen wir erst diese Ösen hier mit einer Schere abschneiden. Um diese Gummimatte aufzukleben, müssen wir den doppelseitigen Klebeband entfernen und wir werden diese Matte so positionieren, dass der Fronthalter Öse oder dieser Metallteilausschnitt auch aus der Gummimatte ausgeschnitten ist. Und jetzt haken wir
diese Haltelaschen in diese Öffnungen an die Tür. Jetzt, wo die Haltelaschen in die Löcher drin sind, können wir die doppelseitige Klebeband von der Klettverschluss runterziehen und den Front hochklappen. Der nächste Schritt ist, den Möbelfront auch mit einer Schraube bzw. zwei Schrauben an die Tür der Spülmaschine zu befestigen. Dazu müssen wir aber erst zwei Schrauben entfernen. Der nächste Schritt ist, dass wir die Spülmaschine in der Mitte der Möbel einplatzieren, so dass der Möbelfront schon dran ist, dass es optisch schön wird. Der nächste Schritt ist, dass wir die Spülmaschine in dem Möbel befestigen. Dazu nehmen wir die oberste Schublade raus. Und hinter der obersten Schublade sind zwei Löcher, wo wir mit Schrauben die Spülmaschine an der Möbelseite befestigen können. Da wir in dieser Wohnung nur als Mieter sind und der Küche nicht uns gehört, wir haben den Sockelleister dieses Möbel nicht mehr. Daher kann ich euch nicht zeigen, wie man den Sockelleister montiert. Allerdings mit diesen zwei Metallteile könnt ihr anhand der der Montageanleitung die Sockelleiste auch selbst montieren. Also es ist nichts anderes übrig geblieben, dass wir die Leitungen anschließen und wir den Gerät in Betrieb nehmen. Erstmal schließen wir den Abwasser an. Der nächste Schritt ist, den Frischwasser anzuschließen. Diese Schraube möglichst fest anziehen. Wir stecken die Maschine in die 230 Volt ein und wir öffnen die Wasserpumpe. Der Anschluss ist fertig. Jetzt können wir das Gerät ins Betrieb nehmen. Wenn ihr das Gerät erstes Mal einschaltet, dann seht ihr diesen Bildschirm. Wenn ihr den Gerät in Deutschland gekauft habt, dann ist der Sprache gleich Deutsch. Mit der Minus und Plus könnt ihr die Einstellungen ändern. Und mit der linken Pfeil und der rechten Pfeil könnt ihr zwischen Seiten blättern. Die erste Einstellung ist der Uhrzeit. Der nächste ist, in welchem Format der Gerät den Uhrzeit zeigen soll, in 24 Stunden oder 12 Stunden Format. Der nächste Einstellung ist, was der Gerät während des Programmes anzeigen soll. In wie vielen Stunden ist das Programm fertig oder um wann ist das Programm fertig.
dann der Spracheinstellung. Der nächste ist der Einstellung der Wasserhärte, wenn ihr wisst, wie hart euer Wasser ist. Dann der nächste ist der Klarspülerzugabe. Je höher diese Zahl ist, desto mehr Klarspüler dazugegeben wird. Dann könnt ihr den Sensor Empfindlichkeit einstellen. Das heißt, der Gerät hat einen Schmutzsensor. Desto empfindlicher stellt ihr das ein, desto länger wird ein Spülgang dauern. Man kann den extra trocknen einstellen. Das heißt, die Gläser und Plastikbehälter werden besser getrocknet. Dann könnt ihr einstellen, ob ihr Kalt- oder Warmwasser angeschlossen habt. Bei uns ist es auf Kaltwasser. Ihr könnt Eco-Prognose ein- oder ausschalten. Das zeigt euch, wie viel Strom und Wasser ihr durch den Waschen verbraucht habt, beim Spülen. Ihr könnt einstellen, nach wie viel Zeit der Display ausschalten soll. Ihr könnt einstellen, welches der erste Programm sein soll, Echo oder der letzt ausgewählte Programm. Ihr könnt einstellen, wie laut die Signalstärke sein soll. Und ihr könnt einstellen, wie laut die Knöpfe sein sollen. Dann könnt ihr noch den Wi-Fi einstellen. Mit Wi-Fi könnt ihr den Gerät mit Internet verbinden und mit eurem Handy bedienen oder Informationen auf eure Handy runterladen. Dazu müsst ihr vom Bosch den Home Connect Programm auf eure Smartphone runterladen. Ihr aktiviert den Wi-Fi. Wenn ihr einen Router habt, der einen WPS-Knopf drauf hat, dann könnt ihr den automatische Einstellung wählen, sonst drückt ihr Minus. Also in manuelle Einstellung startet der Spülmaschine eine eigene Wi-Fi-Sender. Ihr müsst mit eurem Handy diese Wi-Fi-Sender einstellen und dann leitet euch der Home Connect Programm weiter. Aus dem Menü könnt ihr durch 3-sekündige Drücken von der Info-Taste raustreten und auch mit 3-sekündigen Drücken von der Info-Taste könnt ihr in die Einstellungen wieder reingehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann drückt auf den Like-Knopf, abonniert meinen Kanal und teilt dieses Video mit euren Freunden. Wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss!